Caroline Michaelis, Schriftstellerin, 1763 bis 1784, Prinzenstraße 21. Caroline Schelling. Caroline Schelling, geborene Michaelis, verwitwete Böhmer, geschiedene Schlegel, verheiratete Schelling, geboren am 2. September 1763 in Göttingen, verstorben am 7. September 1809 in Maulbronn, war eine deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin. Sie zählte zu der als Universitätsmamsellen bekannten Gruppe Göttinger Professorentöchter und gilt als Muse verschiedener Dichter und Denker der Romantik. Leben. Göttingen. Sie wurde als Dorothea Caroline Albertine Michaelis in Göttingen geboren. Als Tochter des Professors Johann David Michaelis, 1717 bis 1791 mit den Schwerpunkten Theologie und Orientalistik, verkehrte sie früh mit den dortigen Gelehrtenfamilien und war mit Therese Heine sowie mit deren späterem Ehemann Georg Forster befreundet. Clausthal. Am 15. Juni 1784 heiratete sie ihren Jugendfreund, den Clausthaler Amts- und Bergarzt Johann Franz Wilhelm Böhmer, 1753 bis 1788. Am 28. April 1785 brachte sie ihr erstes Kind, Auguste Gustl Böhmer, zur Welt. Therese Röschen, das zweite Kind mit Böhmer, wurde am 23. April 1787 geboren. Bereits am 4. Februar 1788 aber starb ihr Mann an einer Wundinfektion. Caroline, erneut schwanger, zog mit Therese und Auguste zurück ins Göttinger Elternhaus. Dort wurde das dritte Kind, Wilhelm, im August 1788 geboren. Es lebte nur wenige Wochen. In Göttingen lernte sie Georg Ernst Tatter kennen, der sich dort als Begleiter dreier englischer Prinzen aufhielt, und verliebte sich in ihn. Im Frühjahr 1789 zog Caroline mit ihren Töchtern zu ihrem Stiefbruder Christian Friedrich Fritz Michaelis nach Marburg, der dort Professor der Medizin war. Am 17. Dezember 1789 starb auch Therese. Caroline und Auguste zogen im Herbst 1789 zurück nach Göttingen. Mainz. 1791 starb der Vater. Die Mutter zog nach Braunschweig, das Elternhaus wurde verkauft. Als kokette junge Witwe, wie sie sich selbst nannte, übersiedelte Caroline mit Auguste im März 1792 nach Mainz, wo sie die eheflüchtige Göttingerin Meta Forkel bei sich aufnahm und viel mit Georg Forster und Theresa Heine verkehrte, die seit 1785 verheiratet waren. Im Oktober 1792 wurde Mainz durch französisch-revolutionäre Truppen unter Custin eingenommen. Caroline hatte schon zuvor keinen Hehl aus ihrer demokratisch-revolutionären Gesinnung gemacht, obwohl sie keine eigentliche Klubistin werden konnte, da in die Gesellschaft der Freunde der Freiheit und Gleichheit keine Frauen aufgenommen wurden. Zwar war ihr Schwager, Georg Wilhelm Böhmer, als Sekretär des französischen Generals Custin nach Mainz gekommen, doch hielt sie Abstand von ihm und äußerte sich sehr kritisch über ihn. Ein Werkzeug ist mein Schwager Georg Böhme, der seine Professur in Worms aufgegeben hat und sowas von Sekretär bei Custin ist. Mir sank das Herz, wie ich den Menschen sah. O weh, wollt und könnt ihr den brauchen? Die sich bei solchen Gelegenheiten vordrängen, sind nie die Besten. Zwischen Therese Forster und deren Hausfreund Ludwig Ferdinand Huber kam es zu intimen Beziehungen, die Georg Forster hinnahm. Schließlich zog Therese Forster im Einvernehmen mit ihrem Ehemann im Dezember 1792 mit Huber in die Schweiz. Nun dichtete man Caroline ein Verhältnis mit Forster an. Die Reaktion der deutschen Kräfte gegen die französische Revolution im Allgemeinen und die der Mainzer Republik im Besonderen hatten nach anfänglichen militärischen Niederlagen, zum Beispiel im September 1792 bei Valmy, inzwischen Fortschritte errungen. Truppen der Koalition begannen Anfang 1793, die französisch besetzten Reichsteile zurückzuerobern.
Dennoch wurde am 18. März 1793 die Mainzer Republik und 3 Tage später ihr Anschluss an das revolutionäre Frankreich ausgerufen. In dieser Zeit wurde Caroline schwanger von dem 19-jährigen Leutnant Jean-Baptiste Dubois Crancé, der Anfang 1793 als Neffe des französischen Generals Douaré in Mainz stationiert war und dem sie sich in einer Ballnacht im Februar hingegeben hatte. Ein Kind der Glut der Nacht, wie sie schreibt. Am 25. März 1793 reiste Forster im Auftrag der Mainzer Republik zu weiteren politischen Gesprächen nach Paris ab. Alleingelassen und unter dem Eindruck der drohenden Rückeroberung von Mainz durch preußische Truppen, verließ auch Caroline 5 Tage später, gemeinsam mit der Mutter und Schwiegertochter des führenden Mainzer Jakobiners Georg von Wedekind, dessen Kindern und Schwester Meta Forkel und ihrer 8-jährigen Tochter Auguste Mainz.